Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Teil von unserem Bauernhof. Heute wollen wir zusammen den Pferdestall bauen. Der soll hier hin. Dazu müssen wir jetzt erstmal unseren Zaun und die Hecke etwas weiterführen, um das Ganze dann abmessen zu können. So, ein kleines bisschen noch. Okay, jetzt brauchen wir Hecke. Hier. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So. Hier kommt unser Haus jetzt dann dran. Genau hier fangen wir an. Und brauchen tun wir für das Gebäude wieder Fichtenholz, gebrannten Ton, Schwarzeichenholztreppe, Schwarzeichenholzstufe. Und für innen dann eine Glasscheibe, Schwarzeichenholzzauntor, das Schwarzeichenholzzaun und Glowstone. So, mit dem Gebäude fangen wir hier an. Das ist insgesamt 9 breit und 26 lang. Wir haben zwei Dreier dann quasi. Genau. Hier haben wir Fenster drinne. So, und dann kommt unser Querbalken. Und hier geht es noch ein Stückchen weiter nach oben. Dann füllen wir hier mit Ton auf. Und dann das Dach. So. Und da, das natürlich ganz bis nach oben. Und hier kommt dann eine Halbstufe. Das Ganze lassen wir jetzt ein überlappen. Und die Seite natürlich auch. Und hier oben noch die Halbstufe und dann füllen wir einmal hier unten auf so ein bisschen. Und da zwei, genau. Und dann haben wir auch schon eine Seite von unserem Pferdestall fertig. Die Seiten haben immer ein Viererfeld, also kein Dreier wie das, sondern immer ein Vierer. Und dann wieder die Holzstämme. Das Ganze ist dann 26 lang. Das müsste ich jetzt gleich mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So. Dann haben wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Viererfelder. Dann füllen wir das Ganze auf. Und da auch. So. Hier bis nach oben und dann kommt ein Querbalken einmal ganz rüber. So. Und dann kommt das Dach dagegen. Da kann man schon mal ein bisschen was mit rübernehmen. So. Und dann können wir die zweite Seite gleich machen. So, hier kommen wieder zwei Dreier. Und da wieder einen Querbalken drüber. Und hier weiter nach oben. So, dann füllen wir das Ganze wieder hier auf, sodass immer ein Löchlein bleibt für ein Fensterchen.
Dann den Lehm. So, andere Seite den Lehm noch hin. Und auch hier das Dach dann fertig machen. Dann lassen wir das Ganze wieder eins überlappen. So, und wieder mit den Halbstufen einmal unter. Und oben dann nochmal zwei unter. So, und vorne ziehen wir dann einfach nur den Balken einmal ganz hier rüber. Genau. Und dann hier drinnen einmal den Lehm bis hier vorne vor. Und dann ziehen wir einmal den Balken bis nach oben. Das Ganze machen wir jetzt hier auch. Und hier. Und da. So, dann tun wir das Ganze noch einmal hier so umranden, sodass wir immer eine 2x2 hohe Eingang und Loch behalten da drin für die Türen. So, und dann machen wir jetzt erstmal das Dach fertig. So, wenn wir das Dach fertig haben, dann können wir innen drinne, also hier schon mal die Fenster rein und dann hier Zaun hinmachen. Einmal komplett hier rüber. Und dann hier hoch bis unter das Dach. Und dann hier nochmal Zaun. Na. Das wäre quasi hier ein zwischendrin frei haben. Und dann einmal ganz nach oben durchziehen. Bis unter die Decke. Und dann auf dieser Höhe, also quasi ja, eins tiefer, nochmal Zaun dran. Und da dann Glowstone dran. So, dann hat man nämlich eine Boxenabtrennung und Licht. Das gleiche machen wir jetzt hier und wieder da eins freilassen in der Mitte, ganz bis nach oben mit dem Zaun und dann hier und hier Zaun dran für den Glowstone. Hier noch einmal, wieder bis ganz nach oben, da auch, dann den Zaun drüber in der Mitte bis ganz nach oben, eins tiefer die Halterung für den Glowstone. So, das Ganze machen wir jetzt hier noch einmal. Dann wieder bis ganz nach oben. Na, das war verkehrt. Dahin. Glowstone dran. Und fertig. So, dann hier noch die Scheiben rein. Und von außen noch die Zauntore. Dort nehmen wir immer zwei. Denn wenn man zwei nebeneinander macht, gehen dann auch die Pferde bequem durch. Durch eins gehen sie nicht durch, aber durch zwei. Denn, wie ihr seht, kann man ohne Widerstand durch die Mitte durchlaufen. Also da gibt es quasi keinen Widerstand. Deswegen gehen die Pferde da auf jeden Fall durch. So. Okay. Einmal so rum. Das war dann unser Pferdestall. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video auf GermhardLP.